Willkommen zurück bei DGV, ich bin Sir Doomsday. Willkommen zurück zu Resident Evil Village, Folge 7. Ja, wir sind letztens stehen geblieben, als wir auf dem Dach waren und haben das letzte Teil geholt. Und die Dame hier ist immer noch ziemlich sauer, dass wir ihre Töchter umgebracht haben. Und ja, ich würde das jetzt gerne mal einsetzen und schauen wir mal, was uns da draußen erwartet. Nur, wir sind hier gerade nicht ganz alleine. Gerade hier. Ja, da ist er. Aus dir mache ich erstklassigen Waffen. Ja, und du raus, ich ja eh nicht hier rein. Edge Badge. Ach, geh lieber wieder. Jetzt würde mal den Raum verlassen, junge Dame. Geh. Jetzt können wir die letzte Maske einsetzen. Die war hier. Bin mal gespannt, wie es jetzt weitergeht. Ich könnte mal die Empfindlichkeit noch ein bisschen höher schrauben. Steuerung? Nein. Hier. So ist besser. Okay. Bin ich oh, ich bin hier angeschlagen. Ist der Turm hier, aber? Ja, wahrscheinlich. Sieht aus wie eine Kirche. Aus Blau, okay. Ein Sarg. Ist das der Dolch, den man da in der Nachricht gelesen hatte? Anscheinend. Du hast alles ruiniert! Das ist dein Ende!
geht denn mit der ab? Ich meine, ich erst einmal eine Drache. Warum nicht? Oh, viel Munition. Sehr viel Munition. Weißt du? Kann das sein? Jetzt!
Okay. Viel Spaß in der Hölle. Okay, was für ein Kampf. So, was war das jetzt? Kristalline Lady. Das war schon ein heftiger Kampf. Okay, was gibt's hier Schönes? Was ist das denn? Ich komme hier wohl endlich raus. Träges Glasgefäß. Was ist das? Okay. Hat aber irgendwas drin, oder? Oh, mal heilen. Okay, hier gibt's nix. Da brauche ich mich gar nicht groß umgucken. Nach Rose suchen. Oh! Sind wir wieder im Dorf? Hier gibt's aber was. Oh, eine Schreibmaschine. Ich habe die bestellte Arbeit abgeschlossen. Bitte bringen Sie in das Haus mit dem roten Schornstein. Geht durch die Höhle, dann durch die Ruinen, runter ins Dorf. Dann speichern wir nochmal. So, was gibt's hier? Ah, leer. Was sonst? Hä? Auch nicht leer. Achso, ich kann es schließen. Okay. Ja, das war's. Was denn? Toilette! Gab's da jetzt eigentlich in der Ecke noch was? Nee, gell? Hey, hab ich nicht noch einen Bolzenschneider? Nee, hab ich nicht mehr. Dann gehen wir durch das Fenster. Kann man wissen, was man hier kriegt? Wait. Geht so gar nicht weiter. Oder kann ich das aufschlagen? Oder schießen? Denn hier? Hier ist eine Brücke. Ah, okay. Fische. Fisch. Fisch. Ah ja, davon habe ich auch schon gehört. Es gibt ja irgendwie jetzt so ein Kochfeature noch, wo man irgendwie Essen zubereiten kann für Glück oder so. Hört unsere Stimme, vereint in Demut vor euch. Wir ersuchen euch. Aus den unendlichen Tiefen ist die alte Dame, oder? Dem Schicksal zu übergeben. Im Angesicht des Mondes in dunkler Nacht. Im Angesicht des Mondes in dunkler Nacht ersehnen wir das erlösende Licht. Im Leben wie im Tod preisen wir Mutter Miranda. Hey, erkennen Sie mich? Ich bin in dem Schloss fast verreckt. Bitte, sagen Sie mir, was hier los ist. Kann denn ein Mensch nur fast sterben? Ich habe keine Antwort darauf. Kommen Sie schon
Und keine Spur von Rose. Wo hat Miranda sie hingebracht? Du kommst zu spät. Oder nur fast zu spät. Das Kind wird geopfert. Leben für Leben. Was für ein Bullshit ist das denn? Sie ist noch ein Baby. Die Siegel der vier Kinder mögen dir den Weg eröffnen. Bitte, ich brauche keine Rätsel. Ich will nur meine Tochter. Es ist nur ein Rätsel, wenn du die Antwort nicht kennst. Moment mal. Das kenne ich doch. Hey, warten Sie! Die Kinder alle töten, hä? Aber hat die da nicht gerade Schlüssel weggepackt? Ja. Geflügelter Schlüssel. Okay. Na, das sind die Dimitrescu-Familie. Die haben wir jetzt ausgeschaltet. Dann haben wir ja noch hier Heisenberg irgendwo. Dieses Puppenmädchen und dieses komische Etwas. Ist da noch was? So, die ist zurückgegangen. Dann müssen wir wohl jetzt hier lang. Den Schlüssel. Habe ich wieder Pistole. Jetzt ja. Alter, wo sind wir denn jetzt? Ist das? Wir kommen jetzt bei Game of Thrones oder Herr der Ringe oder was? Zeremonienplatz. Wait, das ist doch Umbrella. Hier muss irgendwas hin, was ich nicht habe. Oder das hier? Nee. Steinernes Podest. Aber sieht cool aus hier. Schon cool. Okay. Ja, hier wird es natürlich nicht farblich hervorgehoben. Hier muss man dann schon doch alles abgrasen. Ich höre doch schon wieder Gegner. Können wir mal ein bisschen snipen, hä? Hallo? Lebst du? Nein. Kann man die Luft anhalten? Nee. Das war ein schöner Schuss. Zwei Schuss brauchen wir. Ruhe, du triffst keine Kameraden. Gut, wie geht's hier? Jetzt immer mal hier rumgucken hier. Ich höre hier was. Wo bist du? Da. Gar nicht gesehen. Hier brauche ich anscheinend einen Gegenstand, den ich natürlich noch nicht besitze.
Ja, Resident Evil mit ihren Sachen, die man immer erst finden muss, um weiterzukommen, das ist schon Tradition. Schrott nehme ich gerne mit. Critical Hit. So was. Decke gucken, dass ich irgendeinen Stein vergesse. Sieht aber nicht so aus. Gut, weiter. Oh, das ist der, den ich glaube ich schon oben runtergeschossen habe. Der hat den verloren. Oh, was gibt's hier? Du brauchst Dietrich, wa? Oder? Okay. Anscheinend braucht man dafür einen bestimmten Schlüssel. Den ich nicht habe. Schade. Muss ich mir auf jeden Fall merken. Dass ich einfach aufschlagen kannst. Wir sind zurück in der Stadt. Also, Stadt. Ja, Stadt, natürlich Dorf. Gut, können wir jetzt nämlich hier rein. Dietrich habe ich nicht noch, oder? Nee. Leider nicht. Leider habe ich kein Dietrich. Da bist du. Hab mir gedacht, dass du hier auftauchen würdest. Natürlich. Das war alles umsonst. Ach ja? Dabei hast du doch etwas Wertvolles gefunden. Ich weiß ja nicht. Nun ja, du hältst quasi deine Tochter in den Händen. Was soll das heißen? Sieh genau hin. Kopf. Wie jetzt? Dieses Gefäß scheint ihren Kopf zu enthalten. Nein. Rose ist... Ich will es nicht hören! Das... Nein, unmöglich! Das kann nicht sein! Der Geist deiner Tochter ist noch intakt. Ihre Kräfte sind wirklich einzigartig. Die Kräfte? Wer würde sowas tun? Du kannst sie immer noch retten. Retten? Wie denn? Sind Sie verrückt? Im westlichen Teil des Dorfs ist ein Haus mit einem roten Schornstein. Geh zu dem Mann, der dort lebt. Danach können wir unser Gespräch fortsetzen. Kommen Sie schon. Halten Sie mich nicht zum Narren. Du brauchst mir ja nicht zu glauben. Aber hast du eine andere Wahl? Entscheide du. Der Kunde ist schließlich König, nicht wahr? Eve Nummer 3. Ich schwöre, wenn Sie mich verarschen. Verdammter Witzbold.
Zum Haus mit dem roten Schornstein gehen. Okay. Im Westen hat er gesagt, also das hier wahrscheinlich. Okay. Ich würde aber gerne noch stets zu Diensten. Was kostet denn? Oh, 25.000. Nett. Oh. Also die einzige verfügbare Inventarplätze. Ah, 30.000. Mit etwas mehr Geld. Langdistanz-Tieffernrohr. Wangenauflage. Das ist aber auch teuer, ey. Wenn ich deine Waffen verbessern soll, sag einfach Bescheid. Ich weiß nicht, ob ich die hier schon verkaufen sollte. Wahrscheinlich, ja. Tausend knapp. Ha. Ich meine, im Moment habe ich ja genug Platz noch, also so schlimm ist es jetzt nicht. Aber es ist schon krass, wie teuer das hier ist. Auf Wiedersehen. Definitiv, ja, mach's gut. Geht's denn hier hin? Muss ich sogar, oder? Warte mal. Hier ist auch noch eine kleine Nische. Mit einer Tür. Ah. Wir sind nicht alleine hier. So, jetzt will ich mal gucken, was hier dieser rote Strich ist. Ist das hier? Da liegt was drin, wie komme ich denn da ran? Die hab ich erwischt. Oh, da komme ich nicht hin. Yay. Wow. Klasse Schuss. Nervig. Ah, man kommt nicht zurück ins Schloss. Ich kann was atmen, ne? Nein. Fische. Kann ich eigentlich auch so fangen? Messer vielleicht. Ja. Muss ich kein Gefühl zu, dann können sie beim Zug abliefern. Muss ich keine Munition verballern bei denen. Okay. Aber anscheinend kommt man wirklich nicht mehr zurück ins Schloss. Weil der Weg ist jetzt zu. Na gut. Ah, ich habe keine Rohrbombe mehr gerade. Oh, da war frech. Könnte mal wieder Munition herstellen. Ja.
erstmal hier in das Haus. Ah ne, wir haben keinen Dietrich, gell? Ah, verdammt. Gut, dann dahin. Aber die Straße hier runter. Wie jetzt? Oh, auf der anderen Seite verschlossen. Frech. Das heißt, ich muss hier rechts. Aber da ist doch irgendwas im Weg gewesen. Oder Karn oder so. Ja. Hier ist der rote Schornstein. Ich wollte da jetzt aber noch nicht hin. Aber anders werde ich wahrscheinlich nicht hinkommen. Hä? Hier ist alles zu. Mal kurz gucken, ob ich da irgendwie hinkomme. Hier geht's auch nicht. So, was ist denn das? Geflügel? Oh. Hey, guck mal, was da fliegt. Oh. War ja klar. Drei Stück. Ah, kann ich das Haus wieder betreten? Ja. Er hat gesessen. Ich krieg Besuch. Die Sniper ist schon echt praktisch. Aber keine Munition mehr. So, wo ist der jetzt runtergekommen? Einmal hier und einmal hier drüben. Noch einer. Komm mal her. Flügel hier oben, oder? Ne, da unten. Ja, Hühnchen. Geflügel. Dass nicht so viel Platz wegnimmt. Müsste ich mal zum Zug gehen und mal gucken, was es dafür gibt. Vielleicht gibt es dafür ja auch Geld. Hier ist noch rot. Und da war ja auch noch was. Was war da noch? Wait, what? Wo ist der Laptop? Sieht man übrigens. Okay, die Familie. Was ist das? Protokolliert von NH. 102.2021. 1135, Ankunft, keine Anzeichen von EW, RW. Ethan Winters und Rose Winters. 1210, Dorf infiltriert. Begegnung mit mehreren Biowaffen, Hinweise auf EW gefunden. Aufenthalt von RW unbekannt. 13.10, Basis in Kirche eingerichtet. Weiteres Vorgehen. LBDD K9, Durchsuchung des Labors. NHUE, Analyse der Pilzproben. Alpha, Infiltration der Fabrik. Okay. So, aber irgendwas soll noch hier sein. Ja, da. Hab ich beim ersten Mal gar nicht mitgekriegt, ja?
Oh. Achso, die werden sogar markiert. Ich werde jetzt aber noch schnell zum Duke gehen und gucken, was ich für das Essen kriege. Karte ist dein bester Freund hier. Stets zu Diensten. Wie steht's um deine Feuerkraft? Ich biete jetzt auch erweiterte Waffenmodifikationen an. Und was mit dem Essen? Oh, man kann jetzt auch die Waffen wieder verbessern. Hm. Das würde sich schon eigentlich lohnen. Die Sicherstellung von Waren hat oberste Priorität. Glaub mir, mein Freund. Dass du mir sowas überhaupt anbietest. Das heißt. So. Hals- und Beinbruch. Das ist auch eine Schreibmaschine. So, unser nächster Laufweg wird dann wohl. Ah, da komme ich nicht hin. Bleibt mir nur der rote Schornstein. Das Haus hier. Nee, das. Nee, wo ist denn das? Ich glaube hier. Ja, doch, hier das. Nee, hier drüben war das. Das hier. Ja, andere Möglichkeit sehe ich hier im Moment leider nicht. Ich könnte zwar nochmal hier rein, aber hier ist ja auch nichts. Oder Speicherpunkt. Gehen wir mal hier rein. Wenn man reinkommen würde. Hä? Nämlich Roll? Komm ich denn da jetzt rein? Moment mal. Von hier, oder? Ich muss zurück zum Duke. Da bin ich noch gar nicht durchgegangen. Tier ist mit einem viergeflügelten Wesen. Was? Ach komm. Mich rollen, wo geht's denn dann hin? Hä? Hier brauchst du 6 Flügel oder was? Hast du die Tür mit einem 6-flügigen Wesen dekoriert? Okay. Interessant. Hier gibt's auch noch eine Tür. Hm. Ich gehe jetzt nochmal hier oben zu Luisas Haus. Gucken, ob ich da irgendwie weiterkomme. Ich habe gerade irgendwas gesehen. Außerdem waren hier eben auch der einzige Ort, wo Gegner waren, also muss es ja hier der richtige Weg sein. Sonst würden sie ja keine Gegner dahin stellen, oder? Tut sich mir, ist hier noch irgendwas gewesen? Ein Schwein. P1
Peter wird sich freuen. Stimmt das überhaupt? Hat schon gedauert. Erlesenes Wild. Okay. Aber hier habe ich leider immer noch nicht die Kurbel dafür. Nichts mehr? Nee. Ja, und wie gesagt, ich dachte mir schon, dass ich nicht alle Fenster kaputt kriege im Schloss. Hätte mich auch gewundert. Explosivgeschoss, was geht denn jetzt? Magnum-Munition, hallo? Was ist das? Luisas Halskette. Da liegt die hin? Schatz? Nee. Das ist jetzt Stein aus einer Halskette. Okay, war einfach nur ein Schatz. Nee, ich hab die immer noch. Kette mit Schlüssel. Quatsch, was mach ich denn? Da ist noch Schlüssel drin. Luisas Schlüssel. Ein Schlüssel, der an Luisas Halskette befestigt war. Was ist der? Da liegt noch was. Komm ich denn da hin? Da rein komme ich anscheinend nicht mehr. Nee, nicht wirklich. Da liegt noch irgendwas. Frech. Okay, aber hier geht's jetzt auch nicht weiter. Hier ist auch alles dicht. Keine Ahnung, wie ich da rankomme. Vielleicht war das was ich vergessen habe und jetzt einfach nur angezeigt wird. Weil ich sie eingesammelt habe. Ja gut, die Zeit ist mittlerweile auch schon wieder rum. Ich würde sagen, ich mache jetzt hier erstmal Schluss mit der Folge von Resident Evil Village. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet, wenn es heißt TGV mit Resident Evil Village. Bis dahin, haut rein.